Wir zeigen euch heute, was Säulendiagramme sind und wie man sie macht. Julius fragt in seiner Klasse, welche Haustiere seine Klassenkameraden haben. Er bekommt die Antworten: Meerschweinchen, Hund, Fisch, keins, keins, Katze, keins, Katze, keins, Hund, Hund, Katze, keins, Hund, Katze, keins, Hund, Katze, Katze, keins, Hund, Hund, Katze. So ein Durcheinander. Da sind ja alle Antworten durcheinander gewürfelt. Da müssen wir mal ein bisschen sortieren. Tun wir keins zu keins, Fisch zu Fisch, Katze zu Katze und Meerschweinchen bleibt alleine. Das sorgt für etwas Ordnung. Wir müssen das Ganze jetzt erstmal auf eine Strichliste übertragen. Dafür machen wir 4 Striche bei Hund, 5 Striche bei Katze, 2 Striche bei Fisch, 11 Striche bei keins und 1 bei sonstige. Sonstige steht für Meerschweinchen. Das Ganze übertragen wir jetzt auf ein Säulendiagramm. In die erste Zeile tun wir den Hund. In die zweite Zeile kommt die Katze. In die dritte Zeile kommt der Fisch. In die vierte Zeile kommt keins. Und in die fünfte Zeile kommt sonstige. Bei Hund schieben wir es auf Höhe 4. Bei Katze auf Höhe 5. Bei Fisch auf Höhe 2. Keins. Keins wird immer höher. Keins sind 11 sind 11 Kinder und so fangen wir auf unserer Tabelle und sonstige kriegt auch ein. Wir zeigen euch jetzt, was für welche Achse steht. Die Achse da unten ist die X-Achse. Die Achse da oben, nach oben, ist die Y-Achse. The end. Wow!